Ja, hallo Gebastelfreunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier bei Patchwork Modellbau. Ja, schön, dass ihr wieder mit reingeschaltet habt zu einer neuen Videofolge hier auf diesem Kanal. Ich freue mich immer natürlich, wenn ihr wieder zurückkommt zu bestehenden Projekten, unter anderem auch zu dem, was wir heute angehen werden. Und zwar, unser Disney-Puppenhaus will weiter gebaut werden. Da hat mich die nächste Lieferung erreicht mit den Ausgaben 8 bis 11, 4 Stück an der Zahl. Die wollen wir Stück für Stück verbauen. Ja, da haben wir sie, Ausgabe 8, 9, 10 und 11. Alle sind sie da. Und heute geht es an diese beiden, die Ausgaben 8 und 9. Die wollen wir zunächst verbauen. Die 10 und 11 kommen dann beim nächsten Mal. Kurzer Rückblick auf das letzte Mal, was wir so gebaut haben. Da ging es langsam aber sicher los mit dem Bau von Mickys Wohnzimmer. Ja, die ersten Wände haben wir schon bekommen, wie ihr hier sehen könnt. Da kommen sie hier rein. Geflogen. Da sind sie, die ersten beiden Wandstücke. Einmal hier haben wir eine Tapete angesetzt, plus hier oben eine Leiste. Genau das gleiche auch noch auf diesem Stück. Wir haben sie schon mal so provisorisch zusammengesetzt. Ja, so rum sind sie, glaube ich. Ja, genau, so kommen sie ungefähr dann zusammen. Was aber nun provisorisch letztes Mal war, wird heute, glaube ich, soweit ich das richtig verstanden habe, schon mehr werden, denn wir bekommen neben der Bodenplatte, die ein bisschen größer ist in Ausgabe Nummer 9, auch weitere Wandstücke. Oder ein weiteres Wandstück, was mit einer Tapete verziert werden will. Und die ersten beiden Wandstücke kommen dann bereits auf den Boden. Das heißt, so einen ersten Grundriss, kann man sagen, eines Raumes werden wir heute schon sehen können. Dazu geht es im Vorfeld aber noch was ganz anderes. Und zwar in der Ausgabe 8 um ein Klavier, was wir zusammenbauen wollen. Das Klavier der Aristocats. Hier haben wir noch die Einzelteile davon. Die wollen wir gleich mal zusammensetzen. Und ja, dann geht es, wie gesagt, an den Weiterbau von Mickys Wohnzimmer. Kurze Info natürlich noch vorweg, gerade weil das Projekt ja noch relativ frisch auf dem Markt ist. Wenn ihr das Puppenhaus auch bauen möchtet oder es euch auch genauso fasziniert hat wie mich, auch wenn es letzten Endes vielleicht was komplett anderes ist, was man sonst baut, ne? Wie bei mir, ich habe Raumschiffe, Autos und alles Mögliche hier stehen oder Filmfahrzeuge. Aber Puppenhaus ist irgendwie was ganz anderes. Aber irgendwie, ja, es hat trotzdem was, es hat trotzdem seinen Charme und ich war dem auch erlegen. Und deswegen, ja, baue ich das. Und wenn ihr es auch bauen möchtet, könnt ihr es entweder im Zeitschriftenhandel bekommen, jeden einzelnen Ausgaben, jeden Mittwoch, oder auf der Webseite www.puppenhaus-bauen.de könnt ihr das Ganze auch ja, abonnieren und dann noch, denke ich mal, relativ zeitnah dann einsteigen und auch zeitnah aufholen, wenn ihr noch ja, jetzt anfängt, weil das Projekt ja noch relativ frisch ist. Ja, und dann wollen wir mal gucken, was wir heute zu tun haben. Legen wir los mit Ausgabe 8 und Ausgabe Nummer 9 unseres Disney-Puppenhauses. Viel Spaß! Mit Ausgabe Nummer 8 zunächst von unserem Disney-Puppenhaus. Ihr seht schon, da ist gut was los in der Ausgabe Nummer 8. Alles sehr pink heute angehaucht. Unter anderem auch Minnie Maus, die sich heute zu uns verirrt hat. Da ist sie. Sie wird uns heute begleiten. Es geht zwar nicht um das Klavier von Minnie Maus, aber egal, sie ist mit dabei. Diese Teile hier, das ist für den ja, quasi Wandausbau. Hier ist ein unterer Bereich, so eine Wandverkleidung. Die brauchen wir in Ausgabe 8 noch nicht. Die können wir uns mal eben getrost zur Seite legen. In Ausgabe 8 geht es wirklich komplett um den Bau dieses Klaviers, damit wir das zusammenbauen können und erstmal zur Seite legen können, weil es nur ein Dekoartikel. Das heißt, bis wir das wirklich einrichten können, wird es eine Zeit dauern. Ja, wir haben alles Mögliche, wie ihr sehen könnt, an Bauteilen und die gehen wir mal Stück für Stück durch. Das ist natürlich der Hauptrumpf und die Rückwand davon und dann haben wir noch die ganzen Seitenteile dazu. Zunächst räume ich mal eben alles weg und hole das her, was wir brauchen. Und zwar ganz zuallererst die Tasten. Hier ist übrigens die Partitur, auch ein kleines Deko-Element, was dann mit drauf kommt. Nur ein Stück Papier, also muss man vorsichtig sein, dass man da nichts wegknickt. So, wir sollen quasi diese erstmal zusammenstecken. Hier haben wir einmal die schwarzen Tasten und die weißen Tasten. Die kommen zusammen und werden dann hier so eingeklinkt. Geht entsprechend auch nur in einer Position, kann man hier nur reinklicken. Beziehungsweise wird es nur reingedrückt quasi. Und dann sitzt das Ganze schon, ne? Da haben wir es schon fertig quasi. Schnell die Seiten noch reindrücken, damit das gut sitzt. Sehr schön.
haben wir. Und dann haben wir hier quasi die Klaviatur haben wir quasi jetzt zusammengesetzt und da kommt der Boden dazu. Das ist der hier. Da wird das quasi hier einfach eingeschoben. So rum. Kommt das hier quasi nur so ran bzw. rein. Es wird nicht festgeklebt, so wie es aussieht. Es soll nur zusammengeschoben werden. Achso, die sollen aber doch fest reingedrückt werden. Okay, die sollen wirklich bis zum Ende durchgehen. Alles klar, da müssen wir ein bisschen schieben hier. Ah ja, da wird's was. Alles klar. So. Guck mal, dann haben wir das auch geschafft. Sehr schön. Das ist auch nur eine Steckverbindung. Das passt schon soweit. Gut, dann brauchen wir jetzt erstmal die Front vom Klavier. Das ist jenes. Hier haben wir drei Löcher. Da kommen die Klaviertasten quasi mit ran. Die Klaviatur, wie wir gerade gelernt haben, kommt so mit rein. Ne, so. Es wird hier drauf gesetzt, als Hinweis, sollte einer der Stifte des Klaviaturbodens etwas instabil erscheinen, geben Sie etwas Alleskleber auf alle drei Stifte, bevor Sie in die Löcher der Front stecken. Genau, die sollen nämlich nur hier reingesteckt werden, aber es ist ziemlich wackelig, das Ganze. Ob das so sein soll, weiß ich nicht. Deswegen mache ich jetzt ein bisschen Sekundenkleber auf die Stifte. Oder Alleskleber wird gesagt, ich nehme einfach Sekundenkleber. Hauptsache es hält. Und dadurch wird das Ganze dann ja, denke ich mal, stabiler, damit sich hin und her wackelt. Das wäre dann sonst ja doof. So. Also hier müssen wir natürlich gucken, dass der untere Teil vom Klavier also schon richtig aufsetzen, das Ganze, sonst wäre es doof. So, kann ich oben auch ein bisschen liegen lassen kurz, bevor es sich festsetzt quasi. Es wird gesagt, dass wir jetzt als nächstes die Rückwand draufsetzen sollen, aber ob ich die jetzt draufsetze oder gleich, ist glaube ich ziemlich Wumpe. Es sei denn, ich komme gleich nicht mehr ran, das kann natürlich auch sein. Das sehen wir gleich, hier haben wir die beiden Seitenteile. Ich mache das jetzt einfach mal hier weiter. Hier kommt auf jeden Fall nur so reingesteckt quasi die Rückwand. Hier haben wir ja unten. Und hier haben wir ein Disney-Logo. Das soll auch nach unten zeigen. Das heißt, hier wird es einfach nur eingesteckt, reingedrückt quasi. Das hält auch so. Was aber nicht hält, sind die Stifte hier. Das wundert mich, trotz Sekundenkleber passiert ja gerade relativ wenig. Ich mache noch ein bisschen mehr am Rand. Ein paar Punkte. Oder ich habe wieder gerade einen super Tag erwischt, wo der Sekundenkleber mega geil hält. Also gar nicht. Mag ja auch sein. Soll ja nur halten. So. Und an die Seiten kommen jetzt die Seitenwände entsprechend. Und zwar haben wir hier einmal Seitenwand A, die kommt auch hier ran. Hier haben wir auch vier Pins, die wird hier quasi, das wird so quasi alles eingeschoben von oben. So. Haben wir das quasi. Und von der anderen Seite genauso. Es sind alles nur Steckverbindungen, es soll nichts geklebt werden angeblich. Ne, so. Haben wir schon mal. Sehr schön. Dann kommen noch die beiden Füße daher. Das sind diese beiden. Mal gucken, ob die irgendwie unterschiedlich sind. Aber ich glaube nicht. Nö. Die sind ziemlich gleich. Die kommen hier zwischen. Hier haben wir auch so eine kleine Schiene quasi, wo wir die reinschieben können. So, quasi. Dasselbe auf der anderen Seite nochmal genauso. So. Haben wir auch erledigt. So sieht das Ganze aus. Und dann kommt noch ein Dach quasi, Deckel drauf quasi. Das ist das hier, das wird hier oben eingesetzt. Da muss man eben gucken, wie rum. Diese Seite kommt nach oben. Oder nach vorne, wollte ich sagen. So wird das alles quasi zusammengesteckt.
Damit haben wir das Klavier quasi schon fertig. Soll nicht großartig geklebt werden, nur zusammengesteckt werden. Okay, dann machen wir das so. Haben wir erledigt. Und zum Schluss kommen noch hier diese drei dazu. Das sind die Pedale. Die müssen wir eben hier aus dem halben Gussast rausknipsen. Zweimal. Dreimal. Weg. Und die kommen hier unten einfach reingesteckt. Damit das so gefällt, dass ich das alles noch zusammengesteckt habe, ich weiß es nicht. Und die halten auf jeden Fall, die sind ziemlich fest. Die rutschen definitiv nicht raus. So. Und damit haben wir die drei auch dran und das Klavier quasi fertiggestellt. So sieht's aus. Ja, wie gesagt, mich stört so ein bisschen, dass das alles so locker ist, also nicht zusammengeklebt werden soll. Ich glaube, das werde ich trotzdem mal tun. Habe ich ja jetzt hier bei der Mitte genauso gemacht, bei der Klaviatur genauso gemacht, dass ich dann die Wände einfach hier mal ein bisschen festklebt, dass die einfach sitzen und das Dach genauso und so weiter, vielleicht auch die Rückwand. Eine Rückwand nicht unbedingt, die hält tatsächlich sehr gut, aber der Rest eben, dass das einfach alles ein bisschen stabiler ist. Ich glaube, das werde ich mal eben kurz für mich hinter die Kamera tun, also das quasi verfeinern, aber so sieht es aus. Offiziell ist, wie gesagt, nur eine Steckverbindung. Gut, das haben wir erledigt und wie gesagt, Feinarbeit mache ich mal eben kurz für mich hinter der Kamera. Die anderen Teile legen wir uns zur Seite, bis wir sie brauchen, diese hier aus Ausgabe 8, und dann legen wir los mit Ausgabe 9. So ihr Lieben, weiter geht's mit Ausgabe Nummer 9 von unserem Puppenhaus. Und das sind die Teile dafür. Wir gehen weiter an Mickys Wohnzimmer. Micky ist ja gerade leider abwesend, deswegen übernimmt Minnie ja hier den Part. Und ja, es gibt ein neues Wandstück, was wir haben, eine Holzplatte. Hier haben wir schon die Nummer, warte mal, mal rangehen hier, da oben Nummer 3. Also Wandstück Nummer 3 plus Tapete, die leider bei mir ein bisschen nur eingebeult ist hier. Die ich auch nicht mehr so richtig rauskriege. Es ist eine schöne Beule reingehauen worden durch die Verpackung. Mal gucken, ob es gleich auffällt oder ob ich das wegschneide. Beziehungsweise wenn es draufgeklebt ist, fällt es gar nicht mehr auf. Dann zwei Clips. Zumindest einen davon brauchen wir gleich. Ein bisschen Deko. Hier haben wir nämlich einmal einen Teddybären. Süß. Und eine kleine, so eine Schubkarre. Ein Spielzeugwagen, okay. Die beiden sind aber nicht für Micky und Minis Wohnzimmer, sondern für das Kinderzimmer, soweit ich das gelesen habe, von Peter Pan. Genau, da werden die dann später zukommen. Das heißt, wieder ein bisschen Deko, kann der Bär da rein, jo. Die wir dann später brauchen werden. Beziehungsweise ja, zur Endausstattung des Ganzen. Jetzt geht es aber zum Hausbau, beziehungsweise zum Wandbau. Und zwar nehmen wir uns die Platte. Die drei zeigt immer, ja, am besten zu einem. Achso, was wir natürlich noch bekommen haben, die brauchen wir gleich. Eine fette Bodenplatte. Fast vergessen, wie kann ich das große Ding vergessen? Ja, eine große Bodenplatte für Mickys Wohnzimmer. Wir haben ja schon das Parkett bekommen, ne? Aber das ist jetzt quasi die Grundplatte, auf welchem auch alles dann festgeklebt wird. Unter anderem geht das auch gleich schon los mit den bestehenden Wandstücken. So, wir sollen das Ganze einmal ausrichten. Und zwar, mal eben gucken. Genau, hier sollen wir erstmal ausrichten, dass wir hier diese Seite auf unserer linken Seite haben, dieses Stück, also die 3 quasi so hier oben in der Ecke ist. Und dann sollen wir die Tapete ausrichten, und zwar lassen Sie sie an der linken Seite überstehen und richten Sie Tapete an der rechten Ecke aus. Also diese hier. Beziehungsweise, nee, nicht diese hier. Hier ist ja nur Verbindung. Das heißt, wir müssen gucken, dass diese Tapete mit dem weißen Rand jetzt nach links hier andockt quasi so. Ich gehe mal hier von oben aus, weil unten ist ein bisschen blöder. Weil hier muss ich ja aufpassen, dass das entsprechend gerade ist. Deswegen macht es hier oben mehr Sinn. Hier habe ich eine schöne Kante. Dann passt das da doch besser. So, und dann ziehen wir das Ganze mal wieder ab. Bis jetzt hat das Tapezieren dieses des Zimmers bis jetzt ja eigentlich wunderbar funktioniert. Ohne irgendwelche Falten oder Bläschen, was auch immer. Dann gucken wir mal, wie es jetzt funktioniert. Hier schließt es auf jeden Fall bündig ab. Und dann kann man das so rüberziehen. Gucken, dass das hier oben weiter passt, aber tut es.
Dann kann man das Ganze, ups, vorsichtig, weil das Loch da ist, hier einmal so schön drüber ziehen. So, da wo es klebt, ist auch keine Falte mehr drin. Und ich sehe schon, die Beule ist, na, trotzdem noch da. Aber ich kann die so ein bisschen schieben. Wenigstens ein bisschen. Perfekt wird es nicht, leider. Aber okay. Trotzdem in Ordnung. Alles klar, haben wir dran. Und dann wird wieder mit ein bisschen was weggeschnitten. Und zwar der innere Bereich wird weggeschnitten. Nehmen wir unseren Cutter, schneiden erstmal hier die äußere Seite ab. So, damit es hier schon mal weg ist. Und dann der innere Bereich. Auch für einen jemanden, der nicht so bedingt mit den Holzmodellen zu tun hat, beziehungsweise mit solchen Arbeiten zu tun hat, sondern er was schraubt, ist das kein Thema. So, haben wir raus. Sehr schön. Supi, hat doch gut funktioniert. Damit haben wir die Wand tapeziert, quasi. Sehr schön. Brauchen wir aber jetzt nicht weiter dieses Wandstück, sondern stattdessen legen wir uns das zur Seite und brauchen die anderen beiden Wandstücke, die wir bis jetzt schon bekommen haben. Das ist einmal Wandstück 2, jenes, und Wandstück 1, das ist dieses hier. Die brauchen wir jetzt, genauso wie unsere Bodenplatte. Das heißt, Mini, du musst mal eben kurz aus dem Bild oder so ganz an den Rand, weil jetzt brauche ich die Bodenplatte dafür. Die haben wir hier, da ist sie. Und da wollen wir jetzt loslegen, die ersten beiden Wände aufzusetzen. Und zwar kommen die wie folgt hierhin an diese Ecke, kommen sie mit ran. Dieses Stück kommt hier oben mit rein, in diese beiden Löcher, ne, so wird es eingesetzt. Und das Stück quasi hier daneben. Deswegen sind die auch abgeschrägt, die greifen so ineinander. So, so kommen sie zusammen. Ne, so werden sie dann zusammengesetzt. Und hier oben wird dann einer dieser durchsichtigen Clips dafür sorgen, dass die beiden hier oben rum auch zusammenhalten oder zusammengedrückt werden, nebenbei auch noch. Der kann hier einmal rüber, so mal eben testweise schon mal zusammenklicken das Ganze. Also mit Trockenübung hat es besser funktioniert. Ja doch, so. So können wir die zusammendrücken, quasi. Und so ist dann oben noch weiter Stabilität drin. Ich frage mich, warum das jetzt hier nicht so richtig passt. Oder ob ich den anderen nehmen muss, passt der besser? Sind die unterschiedlich? Eigentlich nicht, aber schauen wir mal. Ja, guck mal, der passt deutlich besser. Dann nehmen wir doch gleich den. Ne? So soll das Ganze dann aussehen, quasi. Und ja, damit das auch hält, muss natürlich ein bisschen geleimt werden. Deswegen einmal auseinanderziehen. Und zwar sollen wir an diesem Stück hier eben an dieser jetzt noch braunen Stelle, diese braunen, ja, Stelle, ein bisschen Holzleim ran machen. Nicht zu viel und nicht zu wenig, weil zu viel wäre doof, weil es dann manscht man nur noch rum. Klar, soll auch halten, gar keine Frage. Auch noch ein bisschen. Soll ja auch halten. So. Da haben wir schon mal genug dran. Und achso, an der Unterseite genauso, hier an den Füßen. Ebenfalls. Ich will ungern sowas in Richtung der Tapete machen.
Ich mache hier unten rum auch mal was dran, damit es auch da hält. So. Einmal. Und dann sollen wir das schon einsetzen. Alles klar. Wird ja gleich sich in Position begeben. Dann machen wir das hier mal drauf. Schon mal. Gucken, dass sie auch wirklich endgültig einrastet bis zum Ende. Manchmal muss man ein bisschen drücken, aber so hält das schon mal. Und von diesem Wandstück kommt hier in diese Rille quasi, die wir haben. Dann der Leim mit rein. Ich weiß, ich bin ein bisschen vorsichtiger, was das Ganze anbelangt, aber ich will nicht gleich mit der Flasche hier rummatschen. Weil mein Holzleim, der hier mit beilag in der ersten Ausgabe, der ist auch schon eigentlich leer quasi. So, haben wir auch dran. Und unten natürlich auch. An den Füßen hier. Wenn ich schon mal dabei bin. Unten rum auch noch ein bisschen was dran. So. Eigentlich auch hier, wenn ich mal dabei bin, habe ich jetzt bei dem Essen nicht gemacht, aber gut. Soll ja auch halten. So. Und dann kommen sie zusammen, die Wandstücke. Wie gerade eben schon gezeigt. So kommen sie zusammen. Auch beide richtig drin, damit es hier oben auch schön verklebt. Die reindrücken hier, so wird dann eben der Clip hier drüber gesetzt, der das oben rum eben noch besser in Position hält. Der war es nicht, dann nehmen wir den anderen, der besser passte einfach bei mir oder auch nicht. Geil. Leute. Na gut, der war's doch. So, der kommt hier oben mit rüber. Und hier wird alles eben festgesetzt, dass das von allen Seiten jetzt gut durchtrocknen kann. Alles klar. Und das ist quasi das schon gewesen, was wir mit Ausgabe 9 machen sollen. Wir sollen nämlich quasi einmal die nächste Wand tapezieren, das ist diese hier. Die kommt passenderweise auch dann hier hin. Ne? So wird sie hier eingefügt. Also so wird sich das Bild dann quasi ergeben. Ne? Aber ist jetzt noch nicht Thema, sondern sollen erstmal diese beiden zusammengesetzt werden. Hier oben hält das Ganze zusammen. So sieht das Ganze aus und kann jetzt erstmal austrocknen, bevor wir dann weitermachen. Also das ist das Ergebnis quasi für heute. Die ersten zwei Wände stehen. So schnell kann man Wände hochziehen, ist auch geil. ja, das haben wir. Ein Clip haben wir noch über. Ein Wandstück haben wir auch noch über. Und gerade eben in Ausgabe 8 haben wir ein bisschen Klavier gespielt. Da haben wir das Klavier der Aristocats gebaut. Guck mal, kann man so dranlegen. Das ist quasi alles, was wir mit der Ausgabe 8 und 9 erledigt haben. So ihr Lieben, die Ausgaben 8 und 9 sind fertig. Wir haben zum einen, wie gesagt, das Klavier der Aristocats zusammengesetzt. Hier liegt gerade auch die Partitur schon drauf, ist ein bisschen verrutscht. So, jetzt passt's. Liegt aber wie gesagt nur oben drauf. Habe aber wie gesagt für mich die ganzen Seiten oder ganzen Teile von dem Klavier noch einmal, die ganzen Verbindungsstücke mit Sekundenkleber festgemacht, damit das Ganze auch besser sitzt. Das war mir doch alles ein bisschen zu wackelig. Und dann haben wir ja quasi schon den ersten
Raumausbau quasi vorgenommen. Wir haben die Bodenplatte für Mickys Wohnzimmer bekommen und da seht ihr schon die ersten zwei Wände. Sie stehlen quasi, das heißt, es könnte jetzt theoretisch schon jemand einziehen. Das tut Mini ja hier auch mal eben. Lucy, upsa, da legt sie sich schon hin. Geil. Ne, so, da ist sie drin quasi und freut sich, dass das Zimmer, ihr Zimmer, zusammen mit Mickys Zimmer, ja, langsam wächst. So ist das Ergebnis. Darf erstmal wieder weiter durchtrocknen. Ja, wie geht's? Achso, und natürlich die dritte Wand. Wie gesagt, die haben wir hier. Die haben wir schon mal tapeziert. Wie geht's weiter beim nächsten Mal? Ausgabe 10 und 11 sind dann Thema. Da geht es hauptsächlich darum, dass wir uns um eine neue Leiste kümmern. Denn wir haben hier eine frische neue Wand. Da kommt auch eine Leiste hier oben mit dran. Das werden wir erledigen. Und wir werden uns darum kümmern, dass wir die Wandverkleidungen zusammensetzen. Eine haben wir noch, die Einzelteile davon. Diese hier haben wir bekommen. Das wird, denke ich mal, diese hier sein für diese Wand. Denke ich mal, wird von der Größe zumindest passen. Und dann bekommen wir noch eine zweite Wandverkleidung. Da seht ihr sie schon. Eine zweite Wandverkleidung ist mit dabei. Die wird, denke ich mal, dann dafür sein. Aber auch wieder ein paar Dekoartikel mit dabei sind zum Beispiel hier der Wohnzimmertisch von Mickey. Ein Kissen ist mit dabei. Und in Ausgabe Nummer 11, was war das? Selber gucken. 10. Gibt es ein paar Dekoartikel für den Raum der Eiskönigin. Zum Beispiel einen Thron. Der ist auch schick. Den gucken wir uns dann beim nächsten Mal im Detail an. Ja, das war soweit alles für heute. Kurze Info noch nebenbei, bevor ich hier schließe. Ich zeige euch ja hauptsächlich den Bau des Puppenhauses. Aber natürlich das Magazin und die Serie umfasst natürlich deutlich mehr als nur den Bau des Puppenhauses. Denn ganz viele schöne Hintergrundinformationen über alle möglichen Disney-Filme und Universen, die es da so gibt. Wenn ihr das noch ein bisschen mehr ausführlich haben möchtet, dann empfehle ich gerne einen guten Freund von mir hier auf diesem YouTube-Universums-Modellbau, YouTube-Universum-Modellbau-Bereich, wie auch immer, der liebe Olaf, Jack Made It heißt sein Kanal. Da geht es hauptsächlich momentan um Disney. Er hat jetzt auch das Puppenhaus angefangen, geht gar nicht anders. Und er ist zusammen mit seiner Frau Levi ein großer Disney-Fan und da wird es bestimmt in Zukunft auch weiteres geben. Also wenn ihr Disney-Fans seid und nicht nur das Puppenhaus sehen möchtet, schaut da gerne mal vorbei, da ist auch mehr los oder wird bestimmt in Zukunft auch das diesbezüglich mehr los sein. Dürft ihr gerne mit reinschauen. Ja, bis zum nächsten Puppenhaus-Video hier oder irgendeinem anderen Video sage ich erstmal tschüss. Das war es nämlich für heute. Wenn euch das Video gefallen hat, einen Daumen nach oben, würde mich sehr freuen und abonniert gerne den Kanal und dann werdet ihr benachrichtigt, wenn neue Videos hier online gehen. Entweder meine Videos oder meine Projekte, Tobis Projekte oder unsere gemeinsamen Projekte. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen und nächstes Mal geht es dann beim Puppenhaus mit Ausgabe 10 und 11 weiter. Ein paar Wandverkleidungen wollen mit zusammengebaut werden. Bis dann noch ein paar schöne Tage euch allen. Lasst es euch gut gehen, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Ciao.